Yo, 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 servus, mein Name ist Leck der Knall und ich darf euch willkommen heißen zu einem weiteren Part TCGO Pack Opening. Heute mal ein bisschen größeres Pack Opening, denn wir öffnen heute fünfmal Nacht in Flammen, neunmal Wächter, Schlüsselstunde Wächter, zweimal die Sonne-Mond-Booster, dann zweimal Evolution und einmal Turbo Fieber, wir fangen auch mit Turbo Fieber gleich an. Quajutsu Break wäre natürlich ganz nice, wenn wir es kriegen würden, aber es sind auch bestimmt ein paar andere coole Karten drin, die wir uns gönnen können. Will hier nur kurz mal das Mic umajustieren. Ich hoffe, das macht jetzt nicht so viel Lärm. Wird es aber natürlich machen. Okay, und wir kriegen Radikal Turbo. Okay, ist ganz funny. Und Lasho King. Okay. Könnte schlechter sein, könnte besser sein. Dann gehen wir zu Evolution. Hier wäre Dragoran ganz cool. Aber auch so Mega Bisaflor, irgendwas in die Richtung. Würde ich auch nicht nein sagen. Oh, wir halten Nona. Okay. Und Misty Full Art. Was macht Misty schon eher? Die Karten sind in deiner Hand auf den Ablagestapel. Wenn du das machst, schau dir die obersten 8 Karten deines Decks an. In meiner Hand mischt die an. Ja, ist ganz solid. Habe ich sogar schon zweimal. Lol, wusste ich gar nicht. gut. Kurz mal. Ah, ich habe die jetzt gar nicht ganz auf Bild, ne? Ja, ich ändere das mal kurz um, Freunde. So, jetzt sollte alles ein bisschen besser sichtlich sein und wir machen dann hier den nächsten Evolution Booster auf. Wir haben schon eine Full Art bekommen, den Part. Tatsächlich habe mich zwar nicht so gefreut, weil ich Misty jetzt nicht so oft spielen sehe, aber mal gucken. Und das Lord Geistesmund. Okay, und Nocturne. Ist ganz funny mit hier Stärkenergie und Machtband, dann kann man mit einer Energie schon um die 70 Schaden machen. Also ist gar nicht mal so bad, wenn man hier eine Mission machen muss oder was auch immer. Dann kann man schon mal bringen. Aber gut. Sonne und Mond. Sieht schon, wäre cool. Was machen die? Auch ganz funny. Und Agostella. Wow. Ah, jedes Mal, wenn das aktive Buch des Gegners zurückzieht, ist sein neues aktives Buch vergiftet. Ja, ist aber ganz funny eigentlich. Kann man mal machen, ja. Und der nächste. Zwei und wir kriegen Dragoran. Okay. So, ja auch gar nicht mal so bad. Der erste Angriff ist gar nicht mal so bad, finde ich. Sieht doch schön aus. Und ach, zweite Karte ist die Marine. Ja, okay. Könnte besser sein. Aber jetzt wird es dann langsam Zeit für den GX, würde ich sagen. Aber wir machen mal jetzt hier mal Nachtschatten auf. Wenn man Nachtschatten hat, bei mir ist Nacht in Flammen. Ja, und dann hoffen wir dann wieder auf Lele in den Wächtern boostern. Das ist eigentlich so der Hauptgrund für die Openings. Das Pokémon ist Volvarok. Ja, okay. Verstehe, verstehe. Auch nicht so krass. Kiawe, der ist nice. Oft hatte ich den bis jetzt. Hier nur einmal, das ist cool. Und Scolipede. Ja, okay.
Kekilia. Gerade wo wäre auch nice, nice, wenn wir das hier ziehen würden. Das nehmen wir auch in dieser Serie drin. Oder Erweiterung, besser gesagt. Und Ilevoltec. Okay. Ist nicht die geilste Karte, aber okay, kann man ja mal spielen vielleicht. Es gab mal diese Bruckne Magbrand Ilevoltec Combo. Wir kriegen Toxicroak, das habe ich glaube ich schon. Nein. Ich glaube, ich hatte den Full in Reverse. Ja, wusste ich's doch. Okay. Okay, dann der letzte nach den Flammen. Vielleicht noch eine GX, wäre ganz nice. Kriegen. So billig hat. Wow. War jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Jetzt nach den Flammen, jetzt hier Lele, bitte, bitte. Das ist, glaube ich, schon so um die 30 Wächter-Booster, die wir aufgemacht haben während der Pack-Openings. Da müssen ja bald mal entlohnt werden, oder? Mikio und Coriolis. Oh, ist nicht so nice. Weiter geht's. Ja, ist so gut, okay. Und Welser. Oh. Never lucky, Freunde, never lucky. Fletcherhügel, ja, ist ganz nice. Ziehen. Machen wir, okay. Und Schillertwino. Boah, wie wir die ganze Evolutionsreihe in einem Back hatten. Nice. Jetzt wird es auch bald mal Zeit für eine Chess. Und? Oh, Chef. Das ist deprimierend, Freunde. Ich sag's euch. So, wer ist? Deckt das. Ja, ist in Ordnung. Aber langsam würde ich eine GX schon bevorzugen. Zwar ist die Full Art, aber das ist jetzt noch nicht so der. Das kann doch nicht alles sein. Oh, schon viele Feldkarten. Und Grandiras GX. Okay. Des nächsten Zuges des Gegners werden diesen Pokémon durch Attacken schon wieder zugefügt. Noch die Schwäche und was und so. Okay. Der Schaden dieser Attacke wird durch Effekte auf dem aktiven Pokémon nicht verändert. So auch nice. Ultra Hieb. Ja, okay. Kann man lassen. Wenigstens GX. Not gonna lüg. Für Thumbnail. Weiß nichts Besseres bei rumkommt. Und diese Rare ist Feuer-Koriogel. Oh, come on. Lächerlich, Freunde, lächerlich. So zwei Booster noch. Vielleicht kriegen wir noch eine GX. Wäre auf jeden Fall cute. Oh, die Ponytox. Habe ich jetzt aber auch schon viermal, ja. Ich glaube einmal sogar in Reverse. Ajo. Also nicht so besonders für mich, aber es ist doppeldeutig, es ist vertretbar. Es ist vertretbar und man kann es weiter tauschen. Haha, ich bin so ein Scherzkeks. Und jetzt noch der letzte Booster. Wir erhalten Voluminas. Shoutout an Chrisse. Ja, hier das Pokémon an. Ja. Ja, Freunde, war jetzt nicht so die krasseste Ausbeute. Ich hatte mir gedacht, bei wie viele Booster haben wir jetzt aufgemacht? Sind 9, sind 14, sind 15, sind
18 Booster haben wir, glaube ich, geöffnet, wenn mich alles täuscht. Für das eine GX, glaube ich, ne? Grandiras und Full Art Misty. Nicht die krasseste Ausbeute, leider. Aber vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Und bis dahin, haut da rein, macht's gut. Euer Elis, Servus.